Ja, und Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy und ich teste doch mal ein neues Spiel, Second Extensions, was auf der Xbox draußen ist. Das Spiel ist nicht mehr so neu, zumindest nicht für den PC, aber für die Xbox One. Schon, vielleicht sogar für die Series, es ist ja angepasst und für die Leute, die es überhaupt nicht wissen, es ist sogar in der Game Pass drinne. Und noch Early Access. Early Access noch in der Testphase heißt das denn. Und Sprache, Text, Deutsch nehmen wir natürlich so an. Und ich bestätige das jetzt einfach erstmal so im Voraus. Hier ist die Spielvorschau. Willkommen zur Spielvorschau von Second Extension. Es handelt sich um eine Vorabversion des Titels. Also es wird noch Fehler im Spiel sein und möglich auch noch angepasst. Alle, die einen Game Pass haben, können das natürlich kostenlos spielen. Zumindest in Microsoft Store. Alle, die dann auf Steam das haben, sogar ja, müssen die halt kaufen. Den regulären Preis kenne ich jetzt natürlich nicht, weil Game Pass ich einfach nur installieren konnte und daher den Preis nicht gesehen haben. Also falls jemand noch den Preis herausfinden sollte, kann es gerne in den Kommentar reinschreiben für die, die es gerne haben wollen und noch nichts machen können. So, auch ich werde hier jetzt einfach erstmal gucken. Hier wird noch geguckt. So, ich hoffe, ihr habt da irgendwas bisschen verstanden. Ich nehme mich rein gar nicht. Der Fernseher gibt mir gerade keinen Sound, weiß nicht warum, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. So, da geht es ja. Ich spiele als Fox876. Alle, die mich natürlich kennen, wissen, das ist mein Spielernutzername. So, ich kenne das Spiel nun rein gar nicht. Und beschränktes Konto erstellen, einloggen, beschränktes Konto erstellen werde ich wohl machen müssen. Also an alle, die es haben, so akzeptieren. So. Beschränktes Konto erstellen. Du kannst, ja, muss ich ja wohl. Was passiert jetzt? Es ist dunkel. La 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 la. La 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 la. Na, was passiert jetzt? So. Hat alles ein bisschen gedauert. So, hier bin ich als Spieler. Ich kann natürlich Freunde einladen. Ich habe hier die freies Erkunden. Gibt es hier Tutorial-Training, Kampagne, Arsenal, Magnum. Das sind wohl die Waffen, die man bekommen kann oder so. Ich kann mir einfach mal eine Waffe auswählen. Was nehmen wir denn hier? Sturmgewehr. Verfügbar ab Stufe 2. Okay, gibt's nicht. Ein paar Skins gibt's hier. Aufträge gibt's natürlich dann auch. Willkommen in der Expansion. Das ist natürlich jetzt Englisch. Einstellungen lassen wir natürlich hier. Wo wir freies Erkunden. Ich gehe einfach mal auf freies Erkunden. Ich spiele sowieso gerne freies Erkunden. Um das mal zu dem, was bei frei ist. Was haben wir denn? Bedrohung niedrig. Hier ist bestimmt Bedrohung hoch. Richtig? Nee, ist noch nicht verfügbar. Gut, was sagt uns denn Orange? Verfügbar und ist mittel. Aber um hier erstmal ganz leicht anzufangen, gehen wir nochmal hier rein, um das Spiel zumindest ein bisschen kennenzulernen. Wem nehme ich denn mal hier? Ich muss natürlich wieder eine Frau nehmen, weil ich ja immer eine Frau nehme. Und die hat doch auch eine geile Waffe, oder? Kann ich mir noch Waffen auswählen? Sturmgewehr? Nein, muss ich erstmal so nehmen. Ich könnte noch eine Pistole. Oder was haben wir denn hier? Was ist ein Sperrgewehr? Ja, das nehmen wir auch. Rüstung, Medizin und einfach bereit. Wir wollen uns das Spiel ja angucken, oder? So, Schwierigkeit normal, nutze die X-Filter oder so, dass du bereit bist. Landepunkt auswählen. Ich glaube, ich kann ja nur hier. Gut, dann landen wir hier.
Einsatz in 3, 2, 1 und ab geht die Post. Jetzt bin ich auch sehr gespannt. Also, dass dieses Spiel alleine schon freies Spiel anbietet, ist, finde ich, natürlich schon echt Wahnsinn. So, ich habe natürlich gleich einen Erfolg freigeschaltet. Mal ganz kurz gucken, wie ich Waffen auswählen kann. Betritt zur Abwurfkapsel. Ich kann nichts machen, auch hier. Ich kann auch weder was schießen noch irgendetwas. Und Tati hat mich gerade eingeladen. Da werde ich natürlich jetzt gerade mal nicht reagieren, weil ich ein Video von mache. Ich komme hier gar nicht durch. Aha, schlagen kann ich schon mal. Ich kann zielen und schießen auch nicht. So, wie komme ich denn hier raus? X, Abwurf. Ah, scheiße. Jetzt war ich natürlich voll, weil ich in letzter Zeit sehr viel PlayStation gespielt habe. Egal. Wir gehen einfach mal hier runter. Na? Und jetzt geht's los. Ah, nein. Qualitativ gar nicht mal so schlecht. Okay. Jetzt kann ich auch schießen. Sehr schön. Ich kann nicht fassen, dass sie sogar Freizeit unbedingt mit einem Dinosaurier in der Backe verbringen wollen. Aber ich bin, ja. Okay, aktivieren soll ich was und Nachschubbehälter geborgen. Okay, buh. Muss mal schauen, was das für Symbole sind. Ich marschiere hier einfach mal weiter. Einfach mal rund hier. Hier geht's rund mit dem jungen Hund. Da sind schon die ersten Dinos. Wow. Perrick. Komm her. Komm her. Oh, da kommt noch einer. Wow. Aua. Da ist noch ein Vieh. Perrick. Gut. Was ist das? Ja, ich habe mir gerade Medizin gegeben, okay. Achso, das sind die Steuerung. Okay, ich habe mir gerade Medizin also gegeben. Ich wollte natürlich gucken, wie ich die Waffen wechseln machen tue. Oha. Oscar, Mike. Ah, guck mal, ich kann sogar einen Sprung machen. Zack. Hiermit schlage ich. Was habe ich denn noch? B. Ducken. Hiermit ändere ich die Waffe. Ah, guck mal, ich habe sogar ein Scharfschützengewehr. Ah, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich wollte eigentlich nur mal runter gucken. Oh, da kann ich nur einen Schuss machen. Also. Hepper. Ich gehe noch hier einfach runter. Mit Dreieck ändere ich einfach mal die Schusswaffen und mit X lade ich nach. Okay, ist gar nicht mal so schwierig, das alles nachzuvollziehen. Computer benutzen. So. Freigeschaltet Lager. Wiederbeleben ist für Lager okay. Sehr schön, was haben wir denn hier? Guck mal, Ausrüstung aufheben. Ich habe eine Ausrüstung. Okay. Oha.
So ist das natürlich auch schon mal sehr schön. I have to say that it's sort of weird that you want to spend your day off by going planetside. But who am I to judge? Whenever you want to get back home, oha, die Welt ist völlig zerstört, glaube ich. Und natürlich alles schneit. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch richtig laufe. Keine Ahnung, was jetzt hier hinten ist. Irgendwas glitzert hier. Verwende hoch und dann RT, um den Träger anzufordern. Da sind ganz viele kleine Raptoren. Ah, komm her. Nachladen, schnell. Hier splattert das alles. Nix herkommt. Ich halte hier einfach jetzt erstmal nur rein. Ich bin hier umzingelt. Jetzt lass mich auch in Ruhe. Irgendwas fordere ich jetzt an. Das testen wir doch glatt mal. Oh, ich sehe nichts mehr. Das sind ja Spuckdinos. Komm her, du Vollpfosten. Weg. Da ist noch einer. Requesting supplies. Was ich jetzt auch immer gemacht habe. Was steht drauf? Meine Güte, der ist gut. Dich erschieß ich, du Arsch. Schnell Medizin nehmen. Ich muss mich heilen. Ein bisschen Drogen rein. Immer rein damit. Ah ja. Träger benötigt. Ah, ich habe keinen Träger. Okay, dann muss man denn hier auch noch. So, ich will das Video jetzt auch nicht übertrieben lange halten. So macht man das ja nicht bei Video. Ich wollte ja auch nur einen Eindruck erschaffen, wie es so auf der Xbox ist und dass es sowas gibt. Oh, was ist das denn noch? Irgendwas lag hier gerade. Da kommt er. Und das ist ein schöner Shooter. Spiel ist für einigen Leute vielleicht, die sowieso gerne Shooters mögen. Das ist natürlich sehr optimal. Und bevor ihr jetzt die ganze Zeit den Föhn noch hören tun, ja, würde ich mal sagen, ich beende damit das Video und hoffe, euch hat diesen kleinen Eindruck gefallen. Denkt dran, das gibt es auch auf Steam. Wer alles in Game Pass hat, es ist sogar ein Game Pass drinne. Und dann ist das natürlich für euch auch kostenlos. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und immer dran denken. Wir sind nicht fix, sondern die Foxys. Ihr habt ein Gameplay gesehen und bis dahin erstmal Game Over.